kannst du auch einen rausnehmen. Zuerst ein bisschen umeinander schauen. Ich darf sie nicht zu lange so umeinander laufen lassen, weil eben, weil sie schon so wild sind, können sie gut abfliegen. Das ist eigentlich im Moment nicht das Ziel der Sache, dass wir davon fliegen hier rein. Aber jetzt probieren wir gerade mal, ob ich euch einen Flügel zeigen kann. Von diesem schönen Tier. Dann seht ihr mal, wie gross das ist. Schaut mal. Sehen das alle? Er ist sehr ein schneller Flugkünstler. Er kann bis zu 50 Stundenkilometer schnell fliegen. Das ist also so schnell, für die Kinder vor allem jetzt, das ist noch schwierig zu vorstellen, so schnell wie die Mami oder der Papi dürfen mit dem Auto durchs Dorf durchfahren. Also, schaut mal und hört auf die Geräusche, die sie macht beim Essen. Hören, das ist Matze. Also für uns, wenn wir das machen, sagt uns Mami oder der Papi sehr schnell, das ist unanständig, das dürfen wir nicht. Auch die Fledermäuse dürfen das. Willst du auch probieren? Willst du nicht probieren? Kannst du mit der Mami oder wer sie ist? Könnt ihr miteinander machen? Kein Problem. Das Maul anheben und jetzt hat es uns. Sehr gut gemacht. Super. Das sind Kinder. Was ist das, ein Ausgewachsenes? Die Art, die ich hier füttere, ist eine Rauhautfledermaus. Das ist eine der kleinsten Arten in der Schweiz. Und dadurch, dass sie ein kleines Maul hat, kann sie nicht die ganzen Würmer essen. Also das Kutin, die Haut, von den Würmern, die kann sie nicht essen. Und die Art in der Natur würde sie Mückli fangen, kleine. Dadurch müssen wir jetzt, wie wir ja keine Mückli haben im Winter, tun wir ihnen das sozusagen Ersatznahrung geben, das sind eben die Mehlwürmer, und müssen jetzt einfach jetzt erhalten. Schatz.